Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter. Wir sind einem vorgestellt. AI War. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war, aber das ist jetzt auch nicht relevant, sondern wir wollen dieses Spiel ja kennenlernen. Und ja, wir haben letztes Mal schon neu angefangen damit. Ja, und wollen jetzt hoffen, ich glaube, Folge 3 ist es, oder Vorschau 3 ist es, dass wir jetzt hier mal schauen, wie das so geht. Ich hatte letztes Mal im Dingens im Video gefragt, was wir weitermachen sollten. Da kam leider keine Antwort. Ich würde mal sagen, dass es auch ein Spiel ist, was nicht jeder kennt, aber vielleicht sollte man es kennenlernen, weil es vielleicht ganz gut ist. Wir arbeiten da auf jeden Fall jetzt dran und nach dem Intro gucken wir mal weiter rein, was wir da letztes Mal angefangen haben. So, das hier war unsere Kreatierkarte. Da haben wir ja hier Malchow, unseren Planeten, und der nächste Weg geht dann in die Nachbargemeinde Murdoch. Und ja, ich bin jetzt tatsächlich Röter. Ach doch, es sind doch deutsche Namen. Ich dachte, es wäre noch keine deutsche Murdoch, aber das muss es wohl dann auch in Deutschland geben. So, wir sind hier und wollen nach da, und darum müssen wir uns jetzt kümmern. Wir gehen jetzt mal hier rein und schauen uns hier an, was wir hier vorhaben. Wir haben ja hier ein Battle Station. Wir haben hier Transport Flagship, was das Wichtige jetzt erstmal ist, dass wir das weiterbringen mit Einheiten, die wir dann haben. Und ich glaube, wir machen mal die Pause raus, weil dann werden nämlich Einheiten hier weiter generiert. Die brauchen wir ja definitiv. Gut, hier wird auch noch gebaut. Das sind wahrscheinlich Abwehreinheiten, die da bauen. Ne, die bauen hier unten unser Combat Factory. Okay. Die wird dann fertig gebaut, oder wir sehen die. Da kommen auch noch Leute raus, okay. Und die sind verbunden mit der. Alles klar, was haben wir hier noch? Ein Shield Wall Battle Station. Hier ist unsere Command-Einheit. Hier ist die Factory. Hier ist Battle Station. Und hier ist Flagship. So, wir wollen was bauen. Wir müssten erstmal so ein klein bisschen vielleicht noch auf Verteidigung gehen, weil mal Command Station war hier. Da kann man ja sehen, was man für Turrets schon hat. Wir haben da eine ganze Reihe stehen, und das heißt bei an sich auf Total Strange 4 Pike Turrets haben wir 0, Station Keeping Assault Frigate haben wir 0, Station Keeping Watchman Frigate 0, Tractor Arrays 0, Dachion Array, Matter Converter, Engineer. Okay, da haben wir erstmal nix. Dann war hier ja die Battle Station. Das ist ja die Verteidigung, würde ich sagen. Minenfelder etc. haben wir alles nicht. Dann sollten wir mal gucken, dass wir hier so ein paar Turrets bauen. Im Tutorial sollte man ja die Turrets hier Ambush bauen. Ja, ich mache mal dann hier die Pikes. Wir haben jetzt hier, wo haben wir hier denn das Wurmloch? Müssen wir noch weiter rauszoomen? Ja. Haben wir denn hier kein Wurmloch? Muss ich noch weiter raus? Ja, tatsächlich. Hier unten ist das Wurmloch. Das bedeutet, wir machen mal hier ein bisschen Verteidigung erstmal hin. Und gucken, dass das was wird. Wir können dann technisch was auch vorbereiten. Ich glaube, wir haben ja hier lauter Wings und sowas, ne? Concussion Corvettes, Heavy Fusion Bomber. Und haben wir auch die V-Wings. Heavy Fusion Combo. Okay, das meiste, was hier rauskommt, sind wohl die. Na, warte mal, wir gehen mal auf die Fleets, gehen dann auf das Transport Flagship. War das hier? Fleets? Ja. Strike Across Mobile Station. Supporton. Das ist da. Tessegard ist da. Welcher Command ist da? Irgendwas habe ich jetzt falsch verstanden wahrscheinlich. Ne, auf Leeds war da schon. Oder? Ja. Mobil Support, Strike. Ah, das hier, Strike Akkus. So heißt das Ding. Okay. Das ist jetzt unser tolles Schiff. Können jetzt hier Strike-Akkus links klicken, können jetzt Not, dann gehen die alle da rein. Dann machen wir mal Close, dann ist es für uns ein bisschen übersichtlicher. Und wir bewegen uns mal hier hin und schauen dann mal hier in das Wurmloch rein.
Ja, machen wir mal. Und da sind ja die anderen schon. Das heißt, wir müssen da nochmal zurück, nehmen den und machen dann hier den Rechtsklick. Gehen dann hier rein und kriegen hier schon eine volle Salve. Und Transporting müssen wir mal raus machen wieder. Also das heißt, wir fangen hier an, mal die Leute hier anzugreifen. So, hier sind natürlich Gegner, ist klar. Hier ist ein anderer Guard Post und hier unten geht es schon ins nächste. Hier sind ein paar Turrets, die wir jetzt platt machen. Conclusion Turrets sind das. Hier oben haben wir ein Natural Object, das heißt, hier ist tatsächlich noch eine Einheit, die wir nicht haben. Dafür sollten wir jetzt, hier können wir das natürlich nicht machen. Das bedeutet, wir gehen mal schnellstens gerade hier zurück und machen hier ein Bild. Und zwar brauchen wir Other Defenses. Nee. Station Keeper. Wir bräuchten jetzt Turrets, Other Defenses, Honest West. Nee, das können wir hier jetzt noch gar nicht machen. Wir müssen wohl erst die Welt da erobern. Aber das kriegen wir ja gleich schon bestimmt irgendwie in den Griff hier, wenn wir die erstmal alle haben, ne? So, greifen die da auch an oder so? Ah, jetzt geht es ein bisschen mehr rum, ne? Ja, jetzt sieht es so aus, als ob der Angriff dann auch mal startet. Da geht's weiter. Tactical Array. Und das hier ist ein anderer Guard Post. Jetzt geht's auf die anderen Sachen alle. Gibt's denn hier anderen Guard Post? Aber hier in der Dingens Battle. Doch, hier unten ist eine Battle. Command Station, dann müssen wir gleich zu der Command Station hin. Ja, die Sachen können wir jetzt erst stehen lassen. Die greifen uns, glaube ich, nicht an, obwohl dieses hier greift uns, glaube ich, an. Oder der Traktorstrahl hält uns irgendwie ab oder sowas. Aber das machen wir ja auch gerade runter. So, dann geht's da weiter. Nee, ihr wird nicht abgehauen, ihr bleibt schon hier. Und dann gehen wir hier unten zur Battle Station und machen die mal platt. Aber da gibt es noch ein paar Turrets da vorne, ne? Warp Gate. Hier ist noch ein Turret, den wir erstmal nehmen. Fliegen die alle mit? Nee, das Schiff selber nicht. Aber naja, dann lass das mal stehen, ist jetzt vielleicht nicht so wild. Wer hat jetzt hier geschossen? Okay, das geht erstmal. Sieht gut aus, oder? Der ist jetzt gleich weg. Jetzt Schutzschild ist durch, jetzt kommt das Richtige. Mal hoffen, dass das so klappt, wie wir uns das vorstellen. Jetzt mal hier drauf erstmal und dann sieht die Welt ja schon besser gleich aus, oder? So, jetzt haben wir hier 30 AI-Punkte geschafft. Und Tractor Pivot, da ist noch ein Tractor Pivot und da ist noch einer und noch einer. Okay, die machen wir jetzt alle gerade platt. Jetzt da bitte. Da geht's weiter. So. Da ist das Schutzschild schon ein bisschen angekratzt. Aber der hält sich noch tapfer hier, der Turret. Aber nicht mehr lange. Jetzt ist er hin. Jetzt müssen wir hier den Traktor-Turret noch haben. Ne, Array. Traktor-Array. Den machen wir gerade auch noch weg. So, dann sind wir hier erstmal weit vorangeschritten. Und was haben wir jetzt noch hier? Advanced Wave Station. Schematik Server. Okay, jetzt müssen wir nur gucken. Wir müssen ja jetzt hier irgendwas bauen. Ich glaube, haben wir hier schon was angestoßen? Nee, ne? Wir hatten ganz viele von diesen, wie hießen sie? Conclusion.
Heavy Fusion Bomber haben wir. Das würde ich sagen, machen wir dann dieses Mal. Erst Upgrade. Und dann war da noch die. Robot, nee. Concussion Corvettes, da sind sie. Die machen wir dann auch noch. Basteln die mal hoch. Hex. Steel Turret Line. Neutropolis Science Extraction. Nee, das will ich jetzt erstmal hier nicht machen, weil ich da mich noch nicht so gut mit auskenne. Battle Stations. Ist die zweite denn jetzt schon unsere? Nein, ne? Transport Flagship. Ne, das müssen wir jetzt einnehmen. Dafür müssen wir wahrscheinlich aber erstmal wieder hier nach Murdoch zurück. Und schauen, dass wir hier irgendwo unter Belt natürlich. Die können wir nicht mehr bauen. Pike Turrets. Other Defense haben wir hier noch. Home Force Field. Techien, Tektor, Techien, Tractor, Techien. Area, Mine. Nee, das war jetzt nicht das, was wir brauchen. Lass uns mal mit dem da durchfliegen. Ob so eine Defensiveinheit das war, wo wir das mitkriegen, das weiß ich jetzt gerade nicht. Das müssen wir ausprobieren. Also hier haben wir leergeräumt, stand da so ungefähr, ne? So, der ist jetzt da. Other Defense. Fortifel. Grenade Launcher. Da ist es. Das müssen wir bauen. Gut. Das kommt und wenn wir das haben, dann kriegen wir hier das Flagship hier und dann haben wir eine zweite Flotte sozusagen. Das ist schon mal sehr gut. Und dann müssen wir hier noch ein bisschen aufräumen, oder? Jetzt ist die Frage, ob das auch zu uns gehört. Nee, wohl nicht. Ich dachte, jetzt wäre das Transport-Flagship auch unseres, aber das habe ich wohl noch falsch verstanden. Okay, wir haben jetzt definitiv hier auch was gekriegt und was machen die? Erstmal heilen wahrscheinlich, das ist ja auch nicht verkehrt. Aber ich war der Meinung, dass durch das Logistic Command Station hier dieses Teil. Ah, ich glaube, jetzt machen die das und holen das erst rein. Ah, jetzt hier die Einheiten hier, die Engineers, die konvertieren das sozusagen alles, oder? Genau so sieht's aus. Gut. Okay, da ist die böse gegnerische Einheit. Und hier wird jetzt ordentlich gemacht. Aber die machen jetzt Stalker. Ich will eigentlich keine Stalker hier, oder? Was haben wir denn da alles so? Transport. Naja, aber das ist jetzt erstmal, denke ich mal, sehr schön am Laufen. Wir sind jetzt eine Etage weiter, hätte ich jetzt gesagt. Eine Etage ist gut, ne? Wir gehen jetzt erstmal hier noch ein bisschen was machen. Weil ich glaube, das können wir nicht ändern. Wir kriegen hier definitiv mehr Schrott. Metal. Wir haben hier Hacking Tools gekriegt. Da können wir Hacks mitmachen. Increase the Recon Range Number of Planets visible in the area around this unit for this logistic command station. Okay. Gut. Und jetzt müssen wir hier mal ein paar Turrets noch bauen. Hier ist nur so ein Wurmloch. Hier sind auch noch welche. Und so wie es aussieht, Captor haben wir gefunden. Jetzt lass uns mal bei der Tech gucken, ob wir die, wie hießen die Dinger? Pike Turrets durch eine Technik erhöhen können. Da passiert schon mal was. Ach so, das sind nur Türme, die jetzt gebaut sind. Corvette.
Das sind die gelben Einheiten, die hier stehen. Pulsarpunk. Hulk-Turrets. Dann bauen wir das mal dazu. Vielleicht können wir dann increasen. Welt. Nee. Wohl nicht. Okay, wir sind aber gut erstmal unterwegs hier, würde ich sagen. Wir machen erstmal jetzt hier wieder einen Cut. Wir haben definitiv, wenn wir die Karte mal angucken, einen zweiten Planeten eingenommen. Wir haben jetzt dieses Lehesten und Soltau, die beiden, die wir als nächstes einnehmen sollten. Wir müssen aber immer schön aufpassen, dass hier nicht zu viel die Punkte kommen, sonst sind wir nämlich ganz schnell derjenige, der dann nicht so gut ist, ne? Okay, da machen wir dann aber in der nächsten Vorschau weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.